Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening basteln. Und dazu habe ich wieder ein paar Angelsäcke mir besorgt. Ich benötige nämlich noch eine bestimmte Angel, die aus den Säcken rauskommen kann. Und das ist hier die juwelenbesetzte Angelrute. Und ja, ich hoffe, dass diesmal die Angelrute drin ist, denn die in den letzten Videos schon angekündigten 300 Tries würden wir hiermit vollkriegen. Ich habe nämlich im letzten Video waren wir, glaube ich, bei 280. Und ja, jetzt haben wir nochmal 20 Säcke. Heißt, wir würden hier auf die 300 kommen. Und ich hoffe, dass wir es damit belassen, dass wir nicht noch mehr Säcke als 300 farmen müssen. Denn die niedrigere Dropchance in den hellgrünen Säcken ist 0,3% und das wird ja die 300 Säcke relativ gut decken. Aus den bisschen dunkelgrüneren haben wir sogar 0,5%, zumindest laut WoW Head. Dementsprechend, ja, hoffe ich mal, dass jetzt die letzte Angel drin ist. Und damit starten wir auch schon. Machen mal hier die ersten Säcke auf. Oh, bis jetzt sieht das nicht gut aus. Die ersten 10 Säcke haben wir nur Mist drin, nur Growloot. Lass ich es nur rausbringen. Komm, bitte. Bitte nicht über 300 Säcke. Ich habe schon genug gelitten hier mit Angel-Dailies. Oh no, ich ahne Böses. Na? Ach, ich. Ach, komm, der Hut hat mich jetzt, ne? Ich habe ein blaues Item gesehen. Das Funkeln in den Augen war schon da. Ach. Ne, ich hab's befürchtet. Leute, ich hab's befürchtet. Das war jetzt, ja. Sack Nummer 300 und ich habe leider wieder kein Item rausgekriegt, also wieder nicht die Angel. Sehr, sehr schade an der Stelle und ja, damit soll es das mit dem Video gewesen sein. Ich werde wieder ein paar Säcke sammeln und melde mich dann wieder, wenn ich quasi wieder 20 habe zum Openen. Euer Tela, bis dann, ciao.